Hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei Dark Souls 2. Mein Charakter sagt auch Hallo. Und wir sagen aber Tschüss zum Eisenschloss. Ja, ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen. Du scheiß Eisenschloss, du kannst mir erstmal hart gestohlen bleiben. Und wir gehen wieder zurück in den Wald. Weil da kommen wir weiter, da hat es eigentlich ganz Spaß gemacht. Ich habe mich in der letzten Aufnahmesession nur rumgeärgert, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und ich hatte da ja auch echt massive Probleme dann später mit der Aufnahme selbst. Ich habe, glaube ich, aus Versehen in meinem Aufnahmeprogramm im Vorfeld eine falsche Einstellung gemacht. Dadurch war meine komplette Videodatei, ich will jetzt nicht sagen im Arsch, aber sie war beschädigt. Ich hatte über eine Woche, glaube ich, musste ich daran fuhrwerken, bis ich das repariert bekommen habe. Jetzt rede ich auch noch im Ladebildschirm, ist mir jetzt scheißegal. Leute aus dem Internet haben mir da auf jeden Fall geholfen. Danke an dieser Stelle dafür, echt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, dann wäre die ganze Aufnahme hinüber gewesen. Also es hat echt mich Nerven gekostet und wie gesagt, das Spielen selber war ja irgendwie auch nicht so berauschend, meiner Meinung nach. Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, wir machen jetzt hier im Schattenwald weiter. Und eigentlich habe ich noch was Bescheuertes gemacht. Ich wollte nämlich erst nach Majula reisen. Dominik hatte mich ja nämlich darauf hingewiesen, dass ich den Ring, den ich brauche, um mit diesem schlafenden Skorpion zu quatschen, bei der Katze kriege. Darum reisen wir jetzt eben mal zu der Katze. Also, mein Plan ist folgender. Hier weiterspielen, bis es vielleicht ja auch hier nicht mehr weitergeht für mich, weil die Gegner zu schwer werden oder irgendwie sowas. Das ist ja schön bei Dark Souls, dass man ja einfach mal woanders hingehen kann und da weitermachen kann. Und das ist halt mein Plan. Hier weitermachen, leveln, stärker werden und irgendwann dann wieder zum Eisenschloss zurückkommen und da erstmal den Leuten hart zeigen, wo es lang geht. Weil, ja, geht mir halt selber auf den Sack, dass ich da nicht weiterkomme, dann, dass ich da gerufen werde, das bringt mir ja auch nicht wirklich was, weil viele Seelen kriegt man ja zwischen diesem Bonfire und dem Gebietsboss ja nicht. Da sind jetzt ja nicht so viele Gegner. Und dadurch, dass ich diesen Gebietsboss ja auch noch nie mal gelegt habe oder so, habe ich da ja auch noch nie dann mal so einen großen Haufen Seelen abgreifen können. Das dauert schon wieder so lange mit dem Laden, ey. Und deswegen mache ich jetzt hier weiter, wo ich also auch das Gefühl habe, weiter zu kommen. Und ich schaue einfach mal, wie weit ich da komme. Und dann, wie gesagt, schön leveln, stärker werden und irgendwann kommen wir dann mal wieder zurück zum Eisenschloss, wenn wir da weitermachen können. Nun aber erstmal zu der Katze. Oh. Who are you again? Egal, wie der Licht. Ja komm, deinen Text kennen wir schon in- und auswendig. Breche ich ab. Gegenstand, Küfen. So, welcher Ring ist das denn? Den hier, ja, da meine ich gemeint. Meine ich gemeint. Oder wir haben ja noch ein bisschen Knete, können wir uns auch noch mehr holen? Nein. Nee. Den habe ich schon. Den hier vielleicht, verringert Fallschaden. Ah, ne. Komm, wir müssen ein bisschen leveln. Und darum werde ich jetzt nämlich auch nochmal zu der Tante gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich leveln kann, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei wie vielen Seelen bin ich denn jetzt überhaupt, die ich brauche, um ein Level hochzukommen? Eins kann ich. Dann nehme ich... Eigentlich hätte ich sehr gerne Belastung genommen. Oder ihn hier. Hatten wir ja eigentlich auch gesagt, dass wir da weitermachen wollen. Das stelle ich jetzt erstmal so ein bisschen zurück. Ich mache noch mal ein bisschen Belastung, damit ich einfach ein bisschen mehr Klamotten tragen kann. Und dann, wie heißt das? Hey, so, ich wollte gerade schon sagen, lade deine Bilder. Und dann, guck mal, ein Havel. Da kann ich nämlich bessere Klamotten und verschiedene Klamotten tragen. Kann auch zwischendurch mal, die Waffen wechseln, weil ihr habt ja vielleicht gesehen, dass meine Klamotten immer schnell kaputt gehen. Was heißt schnell? Sie werden wahrscheinlich bei anderen Spielern nicht weniger schnell kaputt gehen. Aber ich sterbe nicht unbedingt immer so oft, dass ich sie danach einfach wieder
anlegen könnte, reparieren könnte am Feuer dann. Und was ich gerade eben auch im Eisenschloss bei meiner Vorbereitung gesehen hatte, ist, es waren immer so viele Rufsymbole auf dem Boden für rote Phantome und ich habe einfach mal gedacht, vielleicht rufen wir einfach mal so das ein oder andere mal wen. Entweder wir geben ihm auf eine Mütze oder er uns, aber ja, irgendwas wird auf jeden Fall bei rumkommen und vielleicht können wir so die ein oder anderen Seelen da dann auch abgreifen. Ach, guck mal hier, der Fettsack ist gar nicht mehr da, der große Frosch. Aber hier kam doch immer ein Gegner auf mich zu. Oh, ich wollte gerade sagen, der ist da doch schon. Ja, ich habe vergessen, dass ich die nicht stunnen kann. Erstmal hier ohne Schild kämpfen, ja. Lol, das mit der Axt da gerade. Yeah, Dancing Aches. Das ist lustig in diesem Spiel. Löwen, Kreischer, Umhang. Oh ja, auf mich. Nein. Oh, ein Glück. Oh, das hier mit dem Verfluchen, das ist echt nervig. So, wir haben ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich gucke aber gerade nochmal nach, wir haben ja nur ein Item, glaube ich, um diese Versteinerung zu lösen, ne? Ja, eins. Gut, dann müssen wir das also da machen, wo wir quasi weiterkommen und können es nicht da machen, um an das Item ranzukommen. Alter! Boah, die machen aber Aua. Was war das? Ein Triklops? Was? Ich habe irgendwas neben mir gerade gehört. Weiß ich nicht. Nochmal, was war das? Ein Triklops? Was habe ich gekriegt? War das... Aber warum mache ich das auch immer so schnell weg? Dann war das eine Waffe. Hallo. Es müsste so eine Suchfunktion geben. Was sucht ihr in eurem Inventar? Ist das spannend für euch? Ist das spannend? Was ist denn gewesen? Tja. Vielleicht kriegen wir es ja gleich nochmal. Was ich nicht glaube. Dreck. Das war irgendwas mit Triklops. Wie letztes Mal, als ich dann in der Aufnahme erst wieder gucken konnte, dass es der Eisenschlüssel war, den ich da bei dem Feuer weggeholt habe. Warum habe ich das auch so schnell weggedrückt? Ach scheiße, Mann. Ich werde es rausfinden. So, dann gehen wir mal weiter. Da hinten war ja... Genau, da hinten stand ja der Typ mit der... mit der Truhe. Da hinten war ja eine Sackgasse. Ich muss ja eigentlich jetzt hierher gehen. Hier war ja eigentlich auch Sackgasse, soweit ich mich erinnere. Jo. War es. Oh, daneben. Oh, lololo. Alter Vater, das war aber knapp. Boah, die gehen mir auf den Sack. Was ist das eigentlich nochmal? Dieser Totenkopf, war das jetzt Fluch oder war das Versteinerung? Wo ist es? Fluch. Fluchresistent. Ich kann es euch mal zeigen, ich habe es gefunden. Da. Fluchen, ja. Hab nichts gegen Fluchen. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt, dass ich da noch keinen Ring, kein Nix, kein gar nichts habe. So. Ja, und hier sind wir ja schon bei diesem Typen. Das wäre jetzt natürlich geil, ne? Wir legen den Ring an, sprechen ihn an, er kann, oder wir können mit ihm reden. Und er gibt uns einfach erstmal hart auf die Mütze oder irgendwie so ein Scheiß. Da, wie sah denn jetzt, ach, das da. Was? Human, are we? This is no place for you. Be gone. Der ist halb tot. Are you not afraid of me? Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me. Make an attempt on my life. But you are
Ich bin der Netteste, den du kennst. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. It was at the peak of this madness that he conjured up these strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Die Liebe einer Frau. Nobody knows when we were born. Gestern. Or where our master has gone. Nach links. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. So sind die Frauen. Eventually she came after me. We have been locked in combat ever since. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. I will be sure to assist you in return. Okay. The past is a distant fog. My name was Targ. Hi, Targ. The past. Okay, das war's. Das Gegröle von diesem Scheißlöwen geht mir hart auf den Sack. Darum wird er jetzt sterben, aber ich glaube, bei ihm nehme ich lieber mein Schild mit dazu. Warum verfluchen die mich denn alle, ey? Au, oder töten mich? Wow, war das knapp! Das war wirklich scheiße knapp. Ein Glück. Er hält die Klappe. Da fällt mir was ein. Könnten wir vielleicht hier? Machen wir jetzt einfach mal. Gucken, ob wir gerufen werden. So. Ich weiß jetzt hier. Stand hier noch ein Gegner? Oh, hier ruft ja immer noch einer. Wechsle ich jetzt mal den Ring? Oder sind jetzt hier wohl noch mehr in der Nähe, die irgendwie mit mir reden könnten? Ach scheiß drauf, ich wechsle jetzt einfach. So, gegen den muss ich jetzt wahrscheinlich wieder kämpfen. Hurra für Stoß in den Rücken. Wie kann ich das jetzt schon machen, oder was? Nicht wirklich. Umschalten. Untersuchen. Ja. Ich kann ihn nicht anvisieren, jetzt kann ich ihn anvisieren. Du bist ein Lappen, bist du, ne? Ich befreie dich aus deinem Fluch oder was auch immer und du hast nichts Besseres zu tun, als mich anzugreifen. Das ist sehr unfreundlich von dir. Zum Glück sind diese Gegner wirklich nicht ganz so schwer. So, Leute. Wir sind auf neuem Territorium. Kann ich jetzt... Oh, ernsthaft? Wenn ich jetzt... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt da reingehe, kann ich irgendwas aktivieren, wo ich dann später eine Abkürzung oben vor dem Bonfire gehen habe. Vorsicht, Loch. Das habe ich gesehen. Jetzt kommen wieder an meine Sprungskills. Ich will nicht. Ich falle doch bestimmt runter. Oh, scheiße. Eine Truhe. Falsch, ein Mimic. Kein Mimic.
schwarze Ritterhellebarde. Schauen wir doch mal. Naja, halt scheißen schwer, ne? Aber guck mal, das ist eine Geschicklichkeitswaffe. Fortschritt brauche ich. Ne, Stärke habe ich sogar genug. Aber halt absolut nicht genug Belastung. Belastung ist echt. Tja, könnte mir sagen, was wollte da und oh in diesem Spiel. Speer. Pff. Was hat der mir eben gegeben? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, was da stand. Irgendwas mit Tri. Kann man das eigentlich sortieren lassen nach Alphabet? Komm, ich pfeife mir jetzt noch einen kleinen Drink rein, bevor ich darüber springe. Und wenn ich verkacke. Oh, ein Glück. Kriege ich ja eh neue Drinks. Hi! Fresh. Du bist tot. Da kommt er. Kuchen. Wie schön. Kriegen wir sogar noch einen Kuchen in der Aufnahme. Besser geht's gar nicht. Danke. Na Leute, das ist mal Service. Mir wird gerade irgendetwas bewusst. Das hier ist eine Sackgasse. Hä? Tja Leute, da habe ich mir ja richtig was vorgenommen. Ich gehe zurück in den Wald. Da kommen wir weiter. Vielleicht war das hier ja auch, wenn hier mein Rufsymbol angenommen wird, dann wundere ich mich echt. Ich guck mal, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Ja, super. Och, jetzt muss ich... Tja. Na guck mal, er ist da unten aber auch gerade hierher gekommen, wo ich jetzt gerade hergekommen bin quasi. Ach, halt die Klappe. Tja. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Scheißendreck! Wer verfolgt mich denn jetzt? Keine Ahnung. Oben wahrscheinlich über mir. Egal. Wo muss ich denn her? Ach, warte mal, hier hatten wir doch diese komische Rabentante, will ich sie jetzt nicht nennen. Aber ich habe sie eigentlich schon drin gerade. Okay, vielleicht besucht ihr mich ja mal nachher oben irgendwo. Irgendwo. Irgendwo wird es ja dann wohl jetzt sein. Komm her. Ah! Ich glaube, ich nehme gleich doch wieder den Ring, der mich heilt. Aber hier ging es auch nicht weiter. Och, ist das schön, Leute. Ging es hier weiter? Oh, oh. Hier ging es weiter. Alles klar, super, hundertprozentig. Dennoch, hier konnte man ja auch runterfallen, ne? War ich da unten nicht? Ich gehe da nochmal runter. Da war doch, glaube ich, dieser alte Typ da. In seinem, ihr wisst schon. Rollstuhl hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, er ist weg. Ah, so ein Scheiß. Weil irgendwas hat es doch bestimmt mit diesen Dingern ja auch auf sich.